Hallo Freunde der Nacht, da bin ich, euer Sadur mit einer neuen Folge Spellforce Conquest of Io. Und wie ihr seht, hat's eine Aufnahme zerlegt. Der Turm ist weg, Leute. Die Aufnahme, wo ich den Turm angreife, die hat's leider zerlegt. Und ich habe nicht wirklich viel Speicherstände hier. Deshalb tut's mir echt leid, ihr habt's verpasst. Aber es war unspektakulär, kann ich euch sagen. Da waren wirklich, so wie ich es glaube ich am Ende der letzten Folge gesagt habe, nur Level 1 und 2 Einheiten drin. Und wir haben den Kampf auch auf automatisch abhandeln gemacht. Wir hatten eine Einheit verloren hier in der Armee. Und jetzt werdet ihr euch fragen, ja, aber warum ist denn da. Sind denn da bloß noch drei Einheiten übrig? Naja, weil wir halt auf die Adamantium-Ader noch einen Angriff gemacht haben und da waren vier starke Monstrositäten und die haben uns ordentlich den Allerwertesten versohlt. Deshalb haben wir hier ordentlich Einheiten verloren. Auf den Angriff gegen den Turm haben wir nur eine einzige Einheit verloren gehabt, den Sklavenfänger. Genau, der ist draufgegangen. Und den Rest haben wir dann halt hier gegen diese Truppe verloren. Sorry, aber passiert halt manchmal. Vor allem, ich habe es viel zu spät gemerkt. Deshalb ist der Speicherstand halt auch jetzt hier der 2 Runden oder 2 Tage weiter. Ach ja, naja. Passiert. Sonst hätte ich ja nochmal neu laden können, wisst ihr? Und dann hättet ihr den Angriff mitgesehen. Aber wie gesagt, ihr habt nichts weiter verpasst. Gut. Dann haben wir hier eine Zauberschmiedseite, die Entwicklung, weil man irgendwo, ich glaube, es war das 10. Erzvorkommen, was wir da bekommen haben. Und da können wir jetzt halt die verzauberte Einheit halt auch einen zusätzlichen Glyphenslot. Klingt gut, ist gut, kostet halt nur Unmengen an Mana, was wir nicht unbedingt jetzt dafür ausgeben wollen. Den Schaman wollten wir zu der Armee hier bewegen. Machen wir auch. Dann geht es hier unten weiter. Da hatten wir nachgeschaut. Ach nein. Ja. Da wollten wir hier nachschauen, ob wir den Altfeuerknoten besetzen können. Können wir nicht, weil es von Monstrositäten bevölkert ist. Dann erkunden wir einfach mal hier drüben den, ja, die Seite des Flusses da, die Ostseite des Flusses. Was hatten wir mit dem Menschen vor? Dass sie abbauen. Den Allfeuerknotenpunkt hatten wir hierhin bewegt. Also unser Markscherturm, das hatte ich auch noch, glaube ich, gemacht in den 2 Tagen. Wir haben müssen aber da noch eine Armee hinschicken, genau, das ist das Problem. Hier ist wie so ein Plateau und da brauchen wir eine Einheit mit Bergziege, haben wir ja leider nicht. Deshalb heißt es hier Celerino. Mit dem Helden werden wir jetzt zu der Armee versuchen vorzustoßen. Müssen aber vorsichtig sein, nicht dass uns hier irgendwo noch eine Armee vom ollen Hokan abfängt. Mal schauen. Mit dem könnten wir hier rüber, aber ihr seht, hier ist ein Gebirge dazwischen. Wir schicken den einfach mal mit dem hier rüber. 1, 2, 3 und hier sind es 1, 2, das sind 5. 5 Einheiten. Dann könnten wir noch eine Einheit hier hinein zaubern. Und dann nehmen wir uns so einen Zauberschmieddiener. Und der verstärkt gleich mal den Helden jetzt mit. Weil das Adamantium wollen wir unbedingt haben, Leute. Ja, er bleibt da stehen. Runde beenden. Oh,
Da kommt schon eine Armee vom Hokan. Und da kommt auch noch eine Armee. Die wollen uns veräppeln hier, oder? 5 Mana pro Tag. Woche von Aeonir. Oh, ich habe vergessen, mein Handy auszuschalten. Sorry, Leute. Ich glaube, den Klingelton habt ihr gehört. 5 Mana pro Tag. Schön. Goblinschläger hat sich zu uns gesellt und wir bilden natürlich gleich weiter aus. Können wir das noch irgendwie beschleunigen hier mit dem Altfeuerfluss? Aber ein bisschen, ein paar Mana-Punkte wären natürlich auch nicht schlecht. Und hier hat man gesagt. Weiter nach Osten. Jetzt müssen wir aufpassen. Kriegen wir die zwei Armeen verbunden, bevor wir den angreifen? Ja, kriegen wir. Ich hoffe mal, dahinter steht nicht noch eine Armee. Wir laufen erstmal mit denen hoch. Ach so, ja, der Arbeiter fehlt noch. Der schafft es nicht ganz bis hin. Was haben die hier drin? Drei Gehäutete und ein Zauberdiener. Hier müssen wir auf die Bergziege warten. Sonst, wie gesagt, kommen wir hier nicht hoch. Ich kann es euch zeigen hier. Seht ihr das? Nove. Wobei der hat das doch, oder? Bergführer. Ja, genau. Ich bin auch eine Blinze, ehrlich. Dachte gerade, ne, wartet mal. Der kann das doch eigentlich. Dann werden wir den Arbeiter mal schnell hier reinführen. Schwuppsdiwupps. Und dann schnappen wir uns hier diesen Altfeuerknotenpunkt. Ja, wird wahrscheinlich erst in der nächsten Runde. Ja. Noch ein Zauber. Können wir das irgendwie noch beschleunigen, das Teleportieren? Auf 9 Runden. Machen wir aber überhaupt keinen Mana mehr, bloß das ist auch Mist. Dann wenigstens auf 10 Runden. Es ist so lang, ich schaffe das. Fällt uns nicht auf die Füße, dass wir halt so ewig brauchen für das Teleportieren. Man hätte ja auch irgendwas anderes erforschen können. Naja. Echt jetzt? Die greifen echt den Arbeiter an? Was für Feiglinge seid ihr denn? Rückzug. Ja. Euch krieg mal. Na, wartet. Holen wir uns hier noch einen Regen mit der Truppe und dann greifen wir die an. Entscheidender Sieg, eine Einheit wird man verlieren, das ist okay. Erhöht die Reichweite der Domäne von Logen aus um plus 1 oder mehr Fokus. Also. Das dritte, die Geschwindigkeit, ist relativ uninteressant, aber Fokus ist gut und Logenausbau ist auch nicht schlecht, aber wir haben eigentlich genügend andere, die dann noch die Logen setzen können. Also diese zwei Fokus ist mir mehr wert, ehrlich gesagt. Was hat denn der Golem abbekommen? Oh ja, der hat ordentlich was abgekriegt. Können wir uns jetzt hier nochmal das Segen holen? Nee. Wir müssen einmal heilen, den Golem. Die anderen Einheiten heilen ja über Zeit, aber der Golem leider nicht.
Das wieder voll. Jetzt geht's hier zum Abbauen. Ich hoffe, die Monster haben sich verzogen. Der Schamane verstärkt die Armee hier. Sehr schön. Verstärkt vor allem. Das ist auch, ja. Truppenstärke 430, ist halt nichts. Hier müssen wir aufpassen, da erscheinen Gegner. Und da das hier auf dem Wasser ist, schätze ich mal, werden die mit dem Schiff unterwegs sein oder halt auch fliegen, wie hier unser Irrlicht. Und jetzt nehmen wir den Alpha-Knotenpunkt in Besitz. Was passiert? Das Alpha-Feuer ruft nach euch und flüstert von unergründlicher Macht, die euch zur Verfügung stehen könnte. Jetzt, da euer Turm in der Nähe ist, könnt ihr endlich das volle Potenzial dieses Knotens freisetzen. Sehr schön. Kommt es noch zum Kampf oder was? Doch plötzlich taucht ein Bild vor euren Augen auf. Ein flammender Kreis am Himmel. Haltet euch vom Allfeuer fern. Eine Stimme, eine Vielzahl von Stimmen durchdringt euren Geist. Seine Geheimnisse sind nichts für Uneingeweihte. Wir haben euch bereits gewarnt und werden es nicht noch einmal tun. Ja, ja. Runter hier. Kalter Krieg, Iria. Akzeptanz. Was? Kalter Krieg? Oh nö, dann schickt er auch Einheiten jetzt nach uns. Das ist doch Mist. Versucht doch, mich aufzuhalten. Ich fürchte euren Zorn nicht. Scheibenkleister. Da haben wir jetzt mit zwei Zirkelmagiern Krieg, oder was? Ach, das geht mir ja tierisch auf den Zeiger. Der Schamane ist noch nicht fertig. Die Truppe ziehen wir hier raus. Dann müssen wir wenigstens ein bisschen warten, dass wir eine Full-Stack-Army haben. Kalter Krieg runter hier. Der hatte einige Einheiten hier, glaube ich, und auch einige solche kleinen Stützpunkte überall. Gefällt uns überhaupt nicht, aber nun gut. Irgendwann werden wir sowieso uns mit allen Zirkelmarkern anlegen, befürchte ich. Irgendwas wollte ich noch machen. Ach ja, Allfeuerfluss müssen wir uns angucken. Wir haben jetzt ordentlich was dazu bekommen. Nochmal 13 neues Allfeuer dazu. Dann können wir das auf 7 beschleunigen? Ja. Und machen trotzdem noch 7 Mana. Das ist doch super. Irgendwas passiert. Eure Tür wird plötzlich mittels Magie aufgerissen und die durchscheinende Gestalt von Rohan Tahir tritt ein. Was will der denn von uns? Der hat uns gerade den Kalten Krieg erklärt. Man sollte meinen, ich hätte euch oft genug gewarnt, doch er scheint eure Lektion noch nicht gelernt zu haben. Ich will nicht, dass ein Krieg zwischen uns ausbricht, also betrachtet dies als eure letzte Chance. Ihr entschädigt mich besser großzügig dafür. Wir könnten den 20 Gold geben. Ja, natürlich. Entschuldigt bitte die Unannehmlichkeiten. Ich verfüge nicht über genügend Mittel, euch zu bezahlen. Oder, ihr solltet froh sein, dass ich nicht das Gleiche verlange. Also wir geben mal klein bei. Ihr wisst, gegen zwei Zirkelmarker gleichzeitig Krieg muss nie sein. Und was ist das hier für ein Symbol? Können wir gerade nicht drauf gehen. Ist da auch nichts Gutes hier rechts unten. Seht ihr das? Wir geben dem 20 Gold und hoffen mal, dass der mit dem Kalten Krieg aufhört. Ich wusste, ihr würdet zur Vernunft kommen. Diesmal müsst ihr euch fernhalten. Ich werde nicht so nachsichtig sein, wenn er mich nochmal herausfordert. Rohan marschiert hoch erhobenen Hauptes durch eure Tür nach draußen. Seine Augen ruhen unangenehm lange auf euch, bevor er verschwindet. Haben wir jetzt noch Kalten Krieg mit dem? Ja, nach wie vor Kalter Krieg. Ganz toll.
Ach, Mann. So, was ist das jetzt hier? Also, das sind die Einheiten, die wir rekrutiert haben. Das ist die Bergziege. Bergführer einmal und einmal zum Abbauen. Und Hokon Aschir schickt einen Titanen auf euren Turm. Läuft. Super. Was ist denn ein Titan? Also, ich kenne das von Heroes of Might and Magic. Das sind das richtig, richtig starke Fernkämpfer. Also, das scheint irgendwas Starkes zu sein. Wir dürfen gespannt sein auf unseren Turm. Ja, da haben wir eine Super Goblin Stufe 1 Armee drin stehen. Hier kommen Monsters. Lass doch unseren Arbeiter zufrieden. Kann der irgendwas abbauen? Hier unten. Ja, war klar, dass da Einheiten drin sind. Aber unsere Armee ist doch super hier. Eigentlich überhaupt nicht. Wir haben nicht mal den Zauberschinder hier mit drin. Könnten wir uns eigentlich noch gönnen. Nehmen wir so einen Goblinschläger raus und rekrutieren so ein. Schwupps, da ist er. Wir lassen die Armee mal im Turm stehen. Ich habe ein bisschen Angst hier davor. Und natürlich auch davor. Zwei Goblinschläger ausbilden. Und mit denen nach Osten fliegen. Ja, lasst ihr uns zufrieden? Was seid denn ihr? Wenn ich das wüsste, ob die uns angreifen, Leute. 363, wir haben eine 554er Armee. Die sollen uns ja zufrieden lassen. Ich sehe gerade das Windkraut. Da hätten wir können, glaube ich, hingehen in der letzten Runde und dann wären wir jetzt schon auf dieser Adamantium-Ader gewesen. Komm, wir bauen das ab. Wir gönnen uns das 3 Runden. Dauert das sonst nie eigentlich 4 Runden? Gut, und jetzt werden wir mal noch ein bisschen was uns im Turm anschauen. Glyphenschmied. Das wäre halt cool. Runenrüstung, aber wir bekommen keine neuen von den orangenen Punkten zusammen. Untergebener Herstellungsdauer minus 1. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Kriegen wir das hin? Ich glaube, das kriegen wir auch nicht hin. Oder? Wartet mal, doch, das könnten wir vielleicht hinkriegen. Wir probieren es einfach mal. Glyphenherstellungsdauer, doch, das dauert schon ewig, diese Glyphen herzustellen. 6 Orangene? 6 Orangene. Hitzesteine, hier. Naja, wir brauchen ja aber dann noch 3 Blaue. Also es wäre cool, wenn wir noch 2-1 hätten. 2 Orangene, ein Blaues. Verzweiflung, ah ne. Die bringt ja nur. Oder? Doch. Und ein Blaues? Ja, tatsächlich. Da können wir die hier reinnehmen. Und dann noch so ein Kristall. Dann kriegen wir den Untergebenen hier. Ja, nicht schlecht, oder? Wir können die Upgrades für die Räume ja dann später auch wieder raushauen, wenn wir mal irgendwie bessere Zutaten haben. Im Moment sind die einfach noch zu, ja, zu wenig. Zu schwach, sagen wir mal so. Zu wenig sind sie nie. Wir haben viel. Aber es sind einfach zu schwache Zutaten irgendwie. Kräften wir das und so ein bequemer Stuhl wäre auch cool. Nochmal 3 Forschungspunkte dazu.
Oder können wir hier noch irgendwas Nettes machen? Ausbildungsslot mehr, ja. Ein Ausbilder, wo wir mehr Erfahrung bekommen oder generell Erfahrung. Und die Dauer der Rekrutierung wird um 1 gesenkt. Das ist auch cool. Die anderen zwei Sachen, da haben wir viel zu geringe. Außerdem, das hier ist doch Schrott. Schaut mal, also Schrott ist es nicht, aber braucht man nicht unbedingt. 100% tägliche Regeneration und plus 1 Willenskraft in der eigenen Domäne. Nee, wollen wir nehmen. Ein Scharfschützenturm, wir erforschen ja gerade das Teleportieren. Ich weiß aber überhaupt nicht, wie stark diese Scharfschützentürme sind. Ach doch, da unten steht's. Ja. Jede Runde wird Scharfschützen 3 Einheiten treffen und 15 physischen Schaden zufügen. Also jede Runde 45 Schaden. Das ist schon nicht schlecht. Aber es ist illusorisch, kriegen wir nie und nimmer zusammen her. Nö, wir nehmen den Ausbilder. 3x Orange, Hitzesteine. Mir fehlt nach wie vor hier diese Auswahl, dass wir das nach Farben sortieren können. Gibt es nach wie vor nicht. Leider. Dann nehmen wir noch 2x Asche rein, weil wir davon viel haben. Craftet mal den Ausbilder. Können wir eigentlich hier noch dem irgendwas geben? Nö. Der hat das Buch in der Hand. Wartet mal. Haben wir hier noch was? Die Stiefelgeschwindigkeit. Ja, komm. Hier ist es sinnlos rumliegen. Bergziege, Feuerträger. Das finde ich bei diesem Wächtergeist ein bisschen verschwendet. Der hat, glaube ich, ohnehin schon brennend, oder? Nö, das hat er gar nicht. Ach doch. Brennend. Statuseffekt. Feuerball. Ja, das war's dann. Noch ein Zauberspruch. Ich wüsste, ob die uns angreifen. Lass uns zufrieden. Geht bloß weg, Mann. Silbertriebhöhlung. Hier gibt es auch Adamantium, glaube ich. Also Adamantium-Barn. Aber da müssen wir ja auch erstmal die Beziehung zu denen verbessern. Das ist sowieso ein bisschen... Das schleift. Sagen wir mal so. Was haben wir zu denen für eine Beziehung? Alluvian, freundlich. Die Domäne fehlt hier, die über Zeit dann halt langsam die Beziehung nach oben bringt. Das gibt es wahrscheinlich in jeder Stadt, weil hier haben wir das auch gefunden. So viel zu tun, so viel zu tun. Dann könnte man halt auch stärkere Einheiten rekrutieren. Ja, greift er jetzt unsere Loge an? Der greift die schwache Truppe an. Rennt. Ah, die greifen uns nicht an. Sehr schön. Das ist super. Runter hier, schmiedet Pläne gegen euch. Oh nee. Gegen zwei Zirkel mag ja gleichzeitig kämpfen. Das ist doch Mist. Das ist doch Mist. Scheibenkleister. Naja. wir wollten ja eigentlich, dass weniger Armeen gleichzeitig gegen uns ziehen. Deshalb haben wir den Turm hier zerstört. Jetzt ist es eigentlich noch schlimmer geworden. Jetzt kämpfen zwei Zirkelmarkier gleichzeitig gegen uns. Naja, egal.
Lass die mal platt machen hier. 300. 294 haben die. Was soll schon schief gehen? Haben wir noch für den so eine Gesundheitsglühwarm statt? Natürlich nicht. Attacke! Knappe Niederlage, ja, ganz toll. Das sind halt alles 0815 Einheiten hier, die wir hier haben. Wir können wir nicht. Wir dürfen nicht verlieren. Die graben sich gleich wieder direkt zu uns durch. Genauso war das auch, nachdem wir den Turm zerstört hatten, mit diesen gegnerischen Monstern da auf dieser Adamantium-Ader. Da war es sogar noch schlimmer, die hatten... Ach nein, doch, die hatten auch die hier dabei, glaube ich, die sich dann noch teleportieren können. Ja, da stehst du da, da stehen zwei solche dicke Maulwurf-Bestien mitten in deinen... Fernkämpfern. Und du denkst nur so, what the fuck? Wo ist denn hier unser, hier. Da ist unser Fernkämpfer. Der Schamane ist tot. Könnte vielleicht nochmal eine Heilung raushauen. Wir hoffen mal, dass die überleben. Kriegen halt nicht beide geheilt, wenn wir die hier hochziehen. Ready? Ja komm, wir müssen angreifen, es nützt alles nichts. Es sind entbehrliche Einheiten, die wir hier haben. Ich vergessen, hier kommen halt auch nochmal zwei Einheiten. Sind das sind Rang 2 Einheiten, oder? Ja. Haust du mal eine Heilung raus? Das ist nicht mal in Reichweite, um hier die Heilung auf die zu geben. Na, dann kannst du auch angreifen. Feuer frei. Brennend, schön. Und ihr könntet denen den Rest geben. Die brennen, die sterben spätestens in der nächsten. Also die Runde könnt ihr ja eh nichts mehr machen. Aber wir machen die trotzdem platt. Was soll man sonst machen mit dem hier? Dann beenden wir die Runde. Ja, geht voll auf den Schaman. Die geben den Schaman jetzt einen Rest, oder? Mit ihrer beknackten Teleportationsfähigkeit. Nein, der hat echt überlebt mit einem HP.
gönnen wir uns erstmal eine Heilung. Die könnten wir flankieren. Die teilen viel aus, stecken aber auch ordentlich ein. Hier die Schneeleoparden sind es, glaube ich, genau. Das Flankieren wäre schon cool. Dann könnte man die da nochmal flankieren. Ready? We going? Dann sind wir fast tot, ey. Das nützt nichts. Feuer frei. Haben uns Blutung verpasst. Ja, geht doch. Runde beenden. Jawohl. Wir überleben, Leute. Also, wir verlieren keine einzige Einheit. Die Vorausschau hat gesagt, wir verlieren. Sehr gut gemacht, Sahadum. Eigenlob stinkt. Uiuiui, da gab es aber viele Beförderungen. Hinterhältiger Angriff, plus 6 bei flankierenden Angriffen. Geschwindigkeit oder Gold. Nehmen wir Geschwindigkeit. Der Schamane kriegt HP. Dass der mit einem HP überlebt hat. Überhaupt kein Glück oder so. Ui, 3 Sachen, die wir hier auswählen können. Was gibt es denn? Nithals Fluch. Diese Einheit kann keine Gelegenheitsangriffe durchführen. Und minus 50 Elementarresistenz. Ist so toll. Meditieren stellt diese Einheit für jede verwendete Aktion bis zu einem Fokus wieder her. Für diese Einheit. Also das können wir niemanden anderen geben. Und was ist das? Tiaras Fluch. Reichweite von 5. Diese Einheit in der Schlacht zu heilen ist 100% weniger effektiv. Diese Einheit lässt bei Tod keine Leiche zurück und kann auf keine Weise wiederbelebt werden. Finde ich jetzt nicht so stark. Also am besten gefällt mir das Meditieren. Dass wir Fokus herstellen können. Nehmen wir das. Und zu guter Letzt noch der Goblinschläger, den wir Rüstung geben. Ein Augapfel, Fleischbrocken und Fell. Bekommen wir. Und jetzt heißt es heilen. Im Turm. Schwuppsdiwupps. Die könnten schon eine Heilung gebrauchen. Lassen die mal hier am Turm stehen. Wobei, nö. Den schicken wir da das abbauen. Und den lassen wir am Turm stehen. Es geht mir so auf den Zeiger, dass der Rohenthal hier uns jetzt halt auch noch einen Krieg, also einen kalten Krieg erklärt hat. Ich will gar nicht wissen, wie viele Armeen der gegen uns schicken wird. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, mit denen nochmal in die Diplomatie zu treten? Nee, ne? Rohenthal hier, nö. Kann nie anklicken. Wir haben denen ja schon 20 Gold gegeben. Ich hatte die Hoffnung, dass sich dadurch die Beziehung ein bisschen verbessern. Aber nö, tun sie sich nicht. Hatten wir von dem eigentlich schon das Territorium entdeckt? Das war, glaube ich, ein anderer hier. Iskrim, der Schmied. Von wo werden denn seine
Truppen kommen. Müssen wir uns mal auf der Karte anschauen. Das ist alle Jahre die Stadt. Granitdiebe. Ist dieses Symbol. Sind das die Zirkelmarke? Ja. So ein roter Totenschädel, sag ich mal. Hier haben wir noch so einen roten Totenschädel. Runter hier. Südlich von dieser anderen großen Stadt. Von Siebenburg. Also der scheint aus dem Südosten zu kommen. Der hat einen weiten Weg mit seinen Einheiten zu uns. Problem ist, unser nächstes Ziel ist ja hier unten. Das Geheimnis der Former. Da wollten wir eigentlich hin levitieren mit unserer Stadt. Boah, wie groß die Karte ist. Was da doch alles vor uns liegen wird, Leute. Wir dürfen gespannt sein. Aber die Folge ist zu Ende. Heute mal wieder ganz schön lang geworden. Aber so ist es halt manchmal. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen oben, schmeißt was in die Kommentarleiste, rechts oben und rechts unten gibt es wunderschöne Buttons, um diesen Kanal zu abonnieren. Würde mich tierisch freuen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.